Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Blut und alledem. Ja, hallo zusammen zu einem relativ spontanen Video aus der Reihe Mission leichter gemacht. Ich habe vorhin mal meine E-Mails gecheckt und hatte da eine Nachricht von einem Zuschauer, dem Sascha. Schöne Grüße an dich, Sascha. Da stand neben, vielen Dank, was du alles so hier an Videos machst. Interessiert mich ganz groß und solche Sachen. Die Bitte, doch nochmal ein Mischer-Video zu machen. Und ich hatte es, meine ich, auf der Messe bei dem, bei der Fragerunde mit dem Steam-Team so ein bisschen angekündigt, dass ich dann noch was hätte, was ich ins Video bannen können, tun wollte. Und habe ich mir schon mal gedacht, hey, komm, dann tust du dem Sascha und vielleicht allen anderen Interessierten mal endlich den Gefallen und mach's das mal. Und zwar möchte ich euch heute mal zeigen, wie ich mittlerweile meine Liquids mische. Es gibt ein Video von, vor 5 Jahren oder sowas auf meinem Kanal, wo ich damals gezeigt habe, wie ich das mache. Damals habe ich das alles noch sehr genau gemacht, ja, möglichst sehr klein, sehr fein dosierte, dosierende Materialien verwendet und so weiter. Mittlerweile bin ich davon etwas weggerückt, einfach weil man selten wirklich den Unterschied nachher am fertigen Liquid merkt, ob da jetzt 1/10% Aroma mehr oder weniger drin ist. Und das ist dann größtenteils auch so die wirkliche Aufregung nicht wert. Ja. Deswegen hat sich da eine Menge getan, auch was Aufbewahrung und so weiter angeht. Und das möchte ich euch einfach mal jetzt hier in diesem Video zeigen. Könnt ihr dann einfach mal vielleicht als Anregung nehmen, vielleicht findet ihr auch das jetzt gar nicht so toll, könnt ihr mir alles dann unten in die Kommentare reinschreiben, aber da will ich euch erstmal zeigen, wie ich das mache und dann schauen wir mal, ob wir daraus eine angeregte Diskussion bekommen. Der Dirk Oberhaus hat ja auch schon mal in einem Video gezeigt, wie man auch mit sehr einfachen Hilfsmitteln ohne zu hohe Genauigkeit Liquid mischen kann. Das Video, so ich es denn bei ihm im Kanal wiederfinde, packe ich euch dafür auch gerne in das Infocard-Gedöns hier. Ne? Immer hier auf dieses komische i klicken. Ich hoffe, ich deute jetzt nicht richtig, richtig. Also irgendwo hier ist so ein i, draufklicken, dann kommen die Infocards. Ja, ich habe hier einfach mal ein bisschen was zusammengestellt, was ich selber gerade noch hier so rumstehen habe, was ich noch abmischen möchte. Ihr seht hier meine üblichen blauen 30 ml Flaschen, ja, alles Apothekerglas, die ich natürlich immer wieder verwende. Und dann haben wir hier halt die entsprechenden Aromen. Ich habe hier was von Eisaromen, ich habe hier von Sannes Dampfwagen noch das von mir heißgeliebte Erdbeer. Ich habe von Quickfruit die Holunderblüte hier. Ja, und noch ein bisschen Eisaromen, noch ein bisschen was von Sanne, das Sternchen hier. Einfach so ein paar Sachen, die ich noch abmischen muss. Und dann will ich euch mal zeigen, wie ich das so mache. Erstmal zu den Aromen. Die verpacke ich um, wenn die kommen. Und zwar aus ihren jeweiligen Flaschen hier in diese Epis. Ja, Epis oder auch Eppendorfer Reaktionsgefäße, wie es sozusagen im Fachjargon heißt, gibt es in zig verschiedenen Formen, zig verschiedenen Größen,
vielen verschiedenen Farben und so weiter und so fort. Die verbreitetste Variante ist die, die ich auch verwende, die 1,5 Milliliter Variante. Die kommt mit einem eigenen Deckel daher, ja, so dass man da auch alles wunderbar hinbekommt. Es gibt größere für 2, 5 Milliliter und so weiter. Es gibt sehr viel kleinere. Ich glaube, die kleinste, die ich mal gesehen habe, war 0,2 Milliliter. Ja, die hat dann aber auch keinen eigenen Deckel mehr. Da sollte man irgendwie so eine komische Folie drauf schweißen oder sowas, habe ich dann gesehen. Das war natürlich dann auch irgendwie dann zu, naja, anstrengend. Ja, dann sollte ich, wenn ich jetzt hier anfange, irgendwie meine Aromen einzuschweißen, dann ich kriege wahrscheinlich Ärger mit meiner besseren Hälfte oder sowas. Hier anfange ich dann noch so eine Verpackungsmaschine aufzubauen. Nein, aber so kaufe ich die dann meistens bei verschiedenen Händlern, gerade da, wo sie mal wieder günstig im Angebot sind. Dann häufig so im Tausender-Sack. Ne? Und dann seht ihr halt hier, dass jetzt so das, was so rauskommt, wenn man so eine von diesen, ich glaube, 50 Milliliter sind das ja, diese Kleinstgebinde bei Eisaromen abpackt. Bei einer 10 Milliliter Flasche hier von Sandes Dampfwagen sieht das dann ein bisschen anders aus. Ja. Das hier, ich glaube, das hier ist ziemlich genau der Ausbeute aus einer 10 Milliliter Flasche. Vorteil des Verpackens in diese Epis ist halt, dass ich sehr viele kleine Portionen habe, die auch noch bei vielen Aromen wunderbar mit diesen Glasflaschen zusammenpassen, denn diese 1,5 Milliliter sind genau 5% in dieser Glasflasche drin. Bei dem Quickfruit und den Eisaromen wäre das natürlich viel zu viel. Da muss ich dann halt ein bisschen gucken, dass ich die Epis nur zu einem gewissen Teil entleere. Das kriege ich aber auch mittlerweile ganz gut abgeschätzt. Ja, bei Sanne hier könnte ich jetzt einfach direkt so ein ganzes Epi da reinwerfen. Das wäre genau das Richtige. Die gesamten anderen Portionen, die dann hier liegen, die bleiben dann aber versiegelt, ja, und halten sich sehr viel länger, als wenn ich halt so eine Glasflasche habe, die ich immer wieder aufmache. Auch was Weichmacher angeht, sind die Eppendorfer Reaktionsgefäße kein großes Problem, weil sie halt sehr hart sind. Ja, da ist nicht viel mit Weichmachern drin. Dementsprechend sehe ich das nicht so kritisch und Glas gibt es zwar auch so kleine Fläschchen, ja, hier sieht man das auch bei Sanne, das hier sind, glaube ich, jetzt ein 5 Milliliter Fläschchen, aber ganz ehrlich, irgendwann ist dann auch mal gut, ja. Die jedes Mal zu spülen, wäre mir ein Graus, um die wieder zu verwenden, da bleibe ich dann doch an der Stelle mal bei Plastik. Ja, das soweit zu den Aromen. Es hat sich aber auch etwas zum Thema Verpacken und Dosieren von Liquid-Basis getan. Wo ich früher halt mit Messbecher gearbeitet habe, bin ich ja zeitweise auf Pipetten umgestiegen. Das funktioniert auch sehr gut. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, müsste jetzt auch in den Infocards drin sein. Aber ich habe mich da jetzt nochmal etwas weiterentwickelt. Diese Pipetten nehme ich jetzt eigentlich nur noch, zum Beispiel, wenn ich die Basis selber anmische. Für das Abmessen habe ich jetzt sowas hier. Das ist eine sogenannte Dosierflasche. Kennt man vielleicht von Motorenöl, von Reinigungsmitteln, so ein Krempel. Aber diese Flaschen gibt es halt auch zum Beispiel in Lebensmittelqualität. Ja? Die gibt es halt. Ja, so zu kaufen. Ich werde später nochmal darauf eingehen, wo ich die hierher habe. Hier steht jetzt auch drauf, Liquid-Basis. Ich habe mich extra jetzt für so eine braune Basis entschieden, damit ihr das auch im Video besser sehen könnt. Die stammt von einem Rückläufer aus einem lokalen Dampfshop. Da war ich zufällig Zeuge, wie also ein Kunde zurückkam, die gerade an dem Tag gekaufte Basis abgab, weil sie angeblich etwas riecht. Und halt also leicht braun wäre. Ja.
Ich habe zwar zusammen mit dem Eigentümer versucht, dem Verkäufer da, denjenigen mal davon zu überzeugen, dass das nicht schlimm ist, wenn so ein bisschen ja, angebräunt ist, und dass es das nur das Nikotin ist, was diese Farbreaktion zeigt, aber derjenige war leider nicht zu bekehren. Und naja, hat dann halt aus Kulanz vom Verkäufer tatsächlich dann auch nochmal eine neue Flasche bekommen. Ich habe dann die Basis mitgenommen, die derjenige nicht haben wollte. Ja, und dampft die jetzt halt fröhlich weg. Ist eine 12er Basis. Nur so zur Info, wie gesagt, sie ist halt ein bisschen braun geworden. Ich hätte natürlich auch hier diese Basis von Vapolig anführen können und einführen können. Das ist noch immer die gleiche, die ich damals vor einem Jahr in die Kamera gehalten habe. Ihr seht, es ist weniger geworden, aber ich finde das so faszinierend, das Zeug wird nicht braun. Ja, die beiden Flaschen stehen so nebeneinander bei mir im Regal. Ja, die habe ich jetzt schon mehrfach aufgefüllt, die hier, aber die stehen so daneben. Ich weiß nicht, was die mit dem Nikotin gemacht haben. Das Zeug will nicht braun werden. Ja, es war damals in dem Video auch zumindest von einem Zuschauer angemerkt worden, dass der Originalitätsverschlussring hier unten ja in dem Video noch abreißt. Das lag daran, dass dieser Ring beim ersten Öffnen, wo ich da was von entnommen hatte, vor dem Video mit dieser Kappe abgegangen ist. Das machen die manchmal tatsächlich. Und dann im Video ist dann halt dieser letzte Rest hier dann abgerissen. Sieht man dann auch da tatsächlich. Ja. Nur zur Info gesagt, das ist noch immer die gleiche Flasche. Ja. Also selbst wenn ich da jetzt etwas unrichtig dargestellt hätte, könnt ihr also hier sehen, ja, das Zeug will einfach verflucht nochmal nicht sich verfärben. Dementsprechend mag es zwar für viele interessant sein, damit ihre Liquids anzumischen, weil sie Angst haben, dass ihre Basis braun wird. Ich kann sie aber hier gerade in dem Video gar nicht gebrauchen, weil ihr sonst das wahrscheinlich nicht richtig erkennen könnt, was ich hier jetzt treibe. Auf dieser Flasche, das zeige ich euch mal eben hier in der Nahansicht, haben wir hier diesen Dosierbereich und der hat hier oben Skalierungen. Wir haben hier zum Beispiel auf der Seite 60, 40, 20 Milliliter. Und hier 10, 30, 50 Milliliter. Ansonsten vom Aufbau her haben wir hier also eine 1-Liter-Flasche. Es gibt die ganze Geschichte auch zum Beispiel in 500 Milliliter oder noch anderen Größen. Das ist ja das eigentliche Reservoir. Das wird über diese Öffnung hier befüllt. Ja, nimmt hier die Kappe ab und füllt hier seine, wie auch immer, zu dosierende Flüssigkeit ein. Und ja, kann das so dann irgendwo stehen lassen, wenn man das Ganze dann dosieren möchte. Nimmt man die andere Kappe ab, damit hier gleich ein Druckausgleich stattfinden kann. Und dann geht es folgendermaßen los. Ich halte mir die Flasche so vor Augen, dass ich hier die 30 Milliliter sehen kann, als Markierung. Und einfach mit sanftem Druck drücke ich jetzt hier das Liquid durch diesen seitlich geführten Kanal nach oben, bis es dann da oben in diese Dosierkammer fließt. Und da drücke ich dann so lange, bis die 30 ml voll sind. Das geht relativ flott. Ich mache es aber natürlich etwas vorsichtig. So, fertig. 30 Milliliter. Losgelassen. Fertig. Ja. Jetzt habe ich hier oben die 30 Milliliter abgemessen. Und kann das jetzt rüber in die Blaulasflasche füllen. Das ist in meinem Fall jetzt ein leichtes bisschen unhandlich, weil die Blaulasflaschen natürlich nicht den breitesten, nicht die breiteste Öffnung haben, aber das geht schon. Ja. Wir müssen nur jetzt beim Umfüllen darauf achten, dass wir beide Flaschen so halten, dass natürlich die Basis, die jetzt hier oben ist, rüberfließt in die 30 ml Flasche, aber gleichzeitig nicht einfach Basis von hier weiter darüber oder andersherum. Ja? Also wenn ich das Ganze jetzt so kippen würde, würde aus dem oberen Reservoir
wieder Basis rausfließen und wir hätten sie verloren. Dafür, wenn wir das jetzt in die Richtung zu stark kippen würden, könnte auch noch Basis von dem Reservoir in die Abmesskammer fließen. Das Ganze lösen wir einfach so. Ich muss mal eben die Flasche hier etwas anhalten, so, dass wir das Ganze so umkippen. So, dann fließt nämlich alles in der Vorratskammer nach unten und wir haben oben an diesem Zulaufkanal für das Abwasserreservoir nur noch Luft. So, und gleichzeitig fließt die Basis im Abmessreservoir schön in die Blaulastflasche. Da muss man ein bisschen drauf achten. Also ich habe es zumindest einmal falsch gemacht. Da ist mir dann das Ganze rübergeflossen und ich musste halt alles nochmal von vorne abmessen. Aber gut, war natürlich kein großer Akt. Das Ganze machen wir dann so, bis dann oben auch das letzte bisschen aus der Dosier, aus dem Dosierbehälter raus ist. Das war's. Ihr könnt euch natürlich dann nach Wunsch auch mit einem Trichter behelfen oder sowas, aber das ist eigentlich nicht wirklich notwendig. Ja? Sondern was das Schöne ist, ihr müsst nichts mehr spülen, ihr habt keinen Messbecher mehr, keine Pipetten, die ihr irgendwie, ja, wegwerfen müsst oder sauber machen müsst. Ja, da ist einfach hier oben den Deckel drauf und die Geschichte ist wieder zu. Na, da kommt kein Schmutz rein, kein nichts. Vielleicht macht er vor dem ersten, ja, vor dem erstmal Mischen etwas sauber oben, dass da kein Staub mehr dran ist. Das ist alles. Und so kann das Ding halt wieder zurück in den Schrank. So, stellen wir das mal weg. Und widmen uns der Zugabe des Aromas. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ja, einfach mal hier das Custard von Eisaromen. Steht so einsam und alleine hier rum. Ich nehme jetzt hier diese eine Epi und werde halt jetzt so geschätzt ein Fünftel von diesem Aroma da rein tun. Ich rieche noch mal kurz dran. Das riecht schon vielversprechend. So, und dann tue ich davon einfach einen entsprechend kleinen Schuss da rein. So, ein bisschen. Das ist in dem Fall so ein bisschen Erfahrungs- und Abschätzungssache. So, das dürfte ungefähr ein Fünftel sein, ein bisschen weniger. Also jetzt nicht ganz 1% Aroma im Liquid. Sollte das nochmal irgendwie ein bisschen zu viel oder zu wenig sein, kann ich ja nochmal mit Basis oder Aroma nachhelfen. Ja, aber das geht schon sehr gut. So, wir packen Deckel direkt drauf. Und dann mischen wir erstmal schön ein bisschen durch. Das Ganze lasse ich natürlich dann gleich eine ganze Weile stehen, ein paar Tage, damit sich das Ganze schön homogenisieren kann. So, und dann müssen wir eigentlich nur beschreiben oder beschriften. Das mache ich hier in dem Fall mit diesem Bohrlochpen hier. Der ist nämlich, was PG und so angeht, relativ resistent. Und hat mir da bisher schon gute Dienste bewiesen oder erwiesen, heißt das, glaube ich, ja. So, wir schreiben in Eisaromen. Das war das Custard. Und wir haben es angemischt mit etwa 1%. So beschrifte ich dann immer noch meine Flaschen. Ich schreibe nicht drauf, wie die Basiszusammensetzung ist. Die ist bei mir eh immer ziemlich genau die gleiche.
Ich schreibe nicht drauf, wie viel Milligramm, weil es sind fast immer 12 Milligramm. Ich habe bloß so ein ganz paar alte Schätzchen, die ich damals mit 18 Milligramm angemischt habe. Da bin ich gerade dabei, die so ein bisschen wegzudampfen. Auch wenn das bedeutet, dass ich da mit der Wattzahl halt ordentlich runtergehen muss, damit mir da nicht die Lunge rausfliegt. Ja? Aber so habe ich das wunderbar beschriftet. Und ja, so kann es dann weitergehen. Ich werde dann jetzt auch gleich weitermachen, aber vorher möchte ich euch noch vernünftig sozusagen aus diesem Video verabschieden. Die Etiketten, by the way, sozusagen, sind übrigens alte Frankier-Etiketten. Ich hatte zeitweise Kontakt mit einer Firma auf der Arbeit, die sind umgezogen und hatten kistenweise von diesen Frankier-Etiketten noch da rumliegen und wollten die alle wegschmeißen. Ja, und so habe ich mir gedacht, hey, die passen doch bestimmt wunderbar für deine Liquidflaschen. Und was soll ich sagen, sie passen wunderbar. Also man sieht hier die Überlappung, ja, so ein bisschen, ja, daumennagelbreit, also vielleicht so 7, 8 Millimeter. Und das sorgt also dafür, dass die Etiketten wunderbar an dieser Flasche halten. Und halt rundherum, man hat richtig Platz zum Beschriften im Zweifelsfall. Ja, da geht eine Menge. Ja. Deswegen, das wäre halt auch noch eine Möglichkeit, wenn man noch passende Etiketten sucht und die kleben auch ordentlich. Ja? Also von ein paar Flaschen kriege ich schon gar nicht mehr runter. Da klebe ich halt immer wieder ein Etikett aufs nächste drüber, wenn ich die Dinger gespült habe. Diese Dosierflasche hier habe ich bei der Firma Rotherz gekauft. Die machen so einen Internetversandhandel für Plastikflaschen, für Messlöffel, für Eimer, für Fässer, für Kanister, für Dosierflaschen. Die haben auch Spritzen, Pipetten. Ach, die haben alles Mögliche, was man so an Flüssigkeitsverpackungen so gebrauchen könnte. Inklusive halt auch einen sehr interessanten Messbecher. Und bei denen kaufe ich das halt in letzter Zeit häufiger. Sagt Link unten. In dem Fall kann ich euch ja mal einen Link geben. Es ist ja kein Dampfshop. Ja. Ja, mit dieser Dosierflasche mache ich das jetzt schon relativ lange und muss sagen, es macht ja die ganze Geschichte noch einfacher. Wie gesagt, nur für das reine Vorbereiten der Basis, sprich das Runtermischen des konzentrierteren Nikotins, da mache ich dann tatsächlich noch relativ genau, weil, na, das möchte ich dann schon in Ordnung haben. Der Rest kann man alles mittlerweile recht gut Pi mal Daumen machen. Da muss man also es nicht mit der Genauigkeit übertreiben. Da werde ich dann auch nochmal das Video vom Dirk Oberhaus, wie gesagt, mit dazu nehmen in dieses Video. Als Verlinkung könnte euch ja auch interessieren. Ja, ich möchte euch einladen, gerne dieses Video hier wieder zu kommentieren. Sagt erstmal generell, wie ihr das selber haltet beim Mischen. Macht ihr das immer noch sehr genau oder eher ja, ein bisschen eher mit Augenmaß statt mit Messskala? Und ja, was haltet ihr von diesen Dosierflaschen? Interessant, weniger interessant? Oder habt ihr vielleicht noch einen ganz anderen Vorschlag, den ich jetzt noch nicht kenne? Packt das bitte gerne alles unten in die Kommentare, auch gerne mit Links zu irgendwelchen Artikeln, die sich dann sich so angucken kann. Würde mich sehr interessieren und freut mich immer von euch zu hören. In diesem Sinne war es das für dieses Video. Ich gucke mal, ob ich morgen noch dazu komme, ein anderes zu machen, was mir noch auf dem Herzen liegt. Und dann heißt es wieder, man sieht sich.